Körpersaga! Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Argentinischen Fußballfans in Buenos Aires war die Erleichterung anzusehen. Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als ob der zweimalige Weltmeister bei der WM in Russland schon nach der Vorrunde die Heimreise antreten kann. Gegen Nigeria musste am Dienstagabend ein Sieg her. Auf den aber mussten die Südamerikaner lange warten. Bereits in der 14. Minute war Argentinien zwar dank eines spektakulären Treffers durch Lionel Messi in Führung gegangen, Victor Moses konnte in der zweiten Halbzeit durch einen Elfmeter allerdings ausgleichen. Ein Unentschieden hätte den Nigerianern zum Weiterkommen gereicht. Erst in der 86. Minute kam für Argentinien dann die Erlösung durch einen Treffer von Verteidiger Marcos Rojo zum 2:1 Endstand. Ein Fußballkrimi, der seine Spuren im Publikum offenbar auch bei Diego Maradona hinterließ. Der benötigte nach dem Match medizinische Unterstützung, konnte danach aber auf eigenen Beinen das Stadion verlassen. Es sei emotionaler gewesen als bei seiner Hochzeit, sagte in St. Petersburg dieser Fan. I have more emotions than in my wedding. Es war ein anstrengender Weg, aber ein Unentschieden wäre nicht gerecht gewesen. Schon der Elfmeter war ein Geschenk des Schiris. Wir hatten den Sieg verdient. Der Drachen ist erwacht, alle anderen werden jetzt verlieren. Also seid vorsichtig. Gegenüber ihren Leistungen in der Vorrunde werden sich die Argentinier unter den letzten 16 aber noch steigern müssen. Der nächste Gegner ist Frankreich.